damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Gornhab. Wir schauen uns jetzt die Speditionshalle an, Version 1.0. Das Ganze kommt von Bernie SCS, gibt es im PC/Mac auch für die Konsolen. Findet ihr einmal im Baumenü unter Gebäude und Silos und ganz hinten habt ihr sie, die Speditionshalle. Kurz hier auswählen. Ihr seht das Ganze, Costa Quanta 150.000 in der Anschaffung, Unterhaltskosten 150 Euro am Tag. Ihr benötigt keine zusätzlichen Mods, um mit der Halle hier spielen zu können. Ja, könnt ihr überall platzieren, wo ihr Rechte habt, ist klar. Farbanpassung gibt es hier keine. So wie es aussieht, kann es platziert werden. Die Bodentexturen selber kommen hier automatisch mit dazu, inklusive Dinger. Wundert euch nicht oder lasst euch nicht abschrecken, wenn das Ganze hier so ein bisschen in den Boden reinklitscht, ne, die Dinger hier. Es wird am Ende so aussehen, wie es hier aussieht. Ne? Es ist alles so weit so gewollt, / normal. Gut, also, Speditionshalle. Das Ganze als Silo liegt daran, weil das ein Palettenlager ist. Ne? Funktioniert aber mit den Standard-Skripten vom 22er. Ne, Giants hat ja selber mal so eine Palettenballenhalle da irgendwann mal mit irgendeinem Update reingebracht. Und ich glaube, darauf basiert das Ganze hier auch. Wir haben generell erstmal 5 Tore, beschrieben als Gate 1 bis Gate 5, ist also eher amerikanischer Stil von der Halle selber hier gehalten. Wir haben hier den wahren Eingang, da haben wir auch dementsprechend den Trigger. Alles, was in diesen Trigger an Paletten landet, wird automatisch, ich nenne es mal aufgesaugt, flupp, und geht nach drinnen. Drinnen haben wir 450 Lagerplätze, die ihr nutzen könnt. Ansonsten könnt ihr hier natürlich auf die Rampen mit drauf, also auf diese Anlieferungsgeschichten hier. Könnt natürlich auch die anderen Tore alle benutzen, ist klar, aber wichtig ist halt, da ist der Wareneingang und hier ist der Warenausgang. Der Warenausgang selber ist aber innen, das heißt, das Beladen müsst ihr dann dementsprechend so oder so manuell machen. Hier haben wir eine Hebebühne. Hier können wir auch dementsprechend einmal nach unten bzw. nach oben fahren. Einfach mit der linken Maustaste klicken. Das ist eine sehr coole Geschichte. Gerade wenn ihr irgendwas mit Hubwagen oder Telelader oder whatever, wenn ihr halt hier runter wollt, hier drinnen, bla bla bla, könnt ihr halt schön rein und rausfahren damit. Ansonsten, bevor wir reingehen, haben wir dann hier noch einen Eingang, der führt einmal zum Büro, draußen ein bisschen was im Hinsetzen, ein bisschen Blumen, ein bisschen Deko, ein bisschen hiha, huhu, ist klar. Ansonsten überall Kollision, versteht sich, wir glitschen dementsprechend nirgendwo durch, ist schon relativ rustikal gebaut hier, haben aber auch überall hier Fenster mit drin, also gute Tageslichtversorgung ist so oder so mit dabei. Ihr könnt aber auch drinnen Licht anschalten, schauen wir uns dementsprechend auch gleich noch mit an, hier noch so ein Wertstoffcontainer und dann verließen sie ihn. Gut, kommen wir erstmal zum unwichtigsten Part in der Speditionsgeschichte hier, und zwar zum Büro. Ne? Nicht allzu ernst nehmen, die Herrschaften. So, also, Lizard Logistics. Ja, steht hier schön mit drauf, weil wir haben ja Eigenmarke, ist ja logisch. Wasserspender in bitte grün, ne? Dass das Ganze ein bisschen freundlicher wirkt. Dann haben wir hier einzelne Bürogeschichten mit dazu. Ne? Dispo und hast du alle nicht gesehen, was das hier immer dann darstellen soll. Ist ja eure Fantasie dementsprechend ganz alleine vorenthalten. Ne? Geht dann hier noch weiter zu irgendwelchen Konferenzgeschichten. Na, auch immer wichtig, wie man nochmal Geld sparen kann. Ne? Ganz klar. Ein bisschen weniger Geld bezahlen. Dann ist hier hinten Ende Gelände. Ne? Und dann haben wir hier noch so Umkleidekabinen etc. etc. Mit so einem schönen Dieselmotor hier mit drauf. Auch nicht verkehrt. Ihr seht hier oben, das hat jetzt hier per se erstmal keine Kollision. Ist jetzt aber auch nicht allzu dramatisch, weil geht man in der Regel eh nicht drin. Und hier, das sind, denke ich mal, Toiletten, die es insgesamt darstellen sollen. Ihr seht aber, ich kann hier die Tür öffnen. Aber die Türen kann ich hier nicht öffnen. Plus bei der Tür ist leider eine Kleinigkeit. Stört mich jetzt persönlich nicht. Die klitscht halt hier rein. Ne? Aber ansonsten egal. Man hat dann direkt hier einen Zugriff drauf zu der Lagerhalle. Die selber können wir mit der Taste R dann hier drinnen das Licht aktivieren, deaktivieren. Ne, ihr seht, das Licht ist dann aber auch nicht hier mit aktiv. Ne, das ist dann hier nochmal separat, könnte ich mal so sagen. Immer dazu, aber okay. Und dann sind wir halt dementsprechend hier mit drin. Ihr seht, das ist nach außen ein bisschen abgedunkelt, ne, also ein bisschen getönt, die Scheiben. Insgesamt, aber trotz all dem, selbst hier tagsüber, ist an sich gut Licht. Ne, also es kommt gut was rein. So, ich habe hier drin schon mal ein bisschen was eingelagert, wie ihr seht. Das können jetzt normale Paletten sein, das können diese Big Packs sein. Alles, was irgendwie palettentechnisch ist, das wird dann hier eingelagert. Ne, ihr seht ein bisschen Kleidung, ein bisschen Bretter, ein bisschen Saatgut, beziehungsweise hier Dünger und den ganzen Spaß. Ne, das ist in dem Falle alles hier mit drin. Wird also optisch auch angezeigt. Natürlich werden jetzt nicht insgesamt die 450 Dinger angezeigt, ist klar.
Alles, was ihr einlagert, wird im Endeffekt auch angezeigt. Und das könnt ihr das Ganze hier einfach dann machen. Ihr könnt natürlich auch hier Linksklick, Türen öffnen, ist klar. Alles easy. Und wie gesagt, alles, was hier in den Trigger landet, landet dementsprechend auch da drin. Also wenn ich jetzt hier Herbizide mit reinnehme, ihr seht, ne, das kommt und verschwindet in dem Falle sofort. Das ist alles kein Problem. Ich kann auch hier Mist auf Paletten einlagern. Ich kann mal mein Mineralfutter machen. Ne, ich hau da jetzt einfach mal ein bisschen was rein hier. So, dass ihr das Ganze ein bisschen seht. Ja, ein bisschen Zuckerrohr. Einfach mal hier ein bisschen rein. Einfach rein. Einfach rein. Einfach rein. So. Zack. Und dann können wir uns das Ganze... Ihr hört hier noch so ein bisschen, ne? Wie sich das Ganze dann auch aufsaugt. Und das soll er jetzt erstmal machen. Und ihr seht das Ganze jetzt hier. Ist das Ganze dann auch einmal erfolgreich mit drinne, ne? Den Soundbug könnt ihr jetzt ignorieren, das ist halt, weil ich das jetzt über das Tool so schnell halt hier gemacht habe. Ne, aber ihr seht, die Herbizide und Co. alles hier mit drinne. Die Setzlinge sind hier mit drinne. Ne, ist jetzt vielleicht nicht das Optimum für die Regale, ne, ist klar. Aber ansonsten läuft das soweit. Und ihr seht auch immer, hier ist alles unten mit angezeigt, wie wo was. Wenn ihr das Ganze jetzt auslagern wollt, geht ihr hier einmal an den Trigger, geht ins Lagermenü. Und da könnt ihr euch dann auswählen, was hättet ihr denn gern. Ne? Also was wollt ihr raus haben, was wollt ihr dementsprechend nicht raus haben, wenn ihr sagt, Herbizide hätte ich jetzt gern einmal ausgelagert. Ne? Dann werden die Dinger hier ausgelagert, immer im Warenausgang. Und dann könnt ihr das jetzt nehmen, habt dann hier ein LKW oder whatever oder Dings, fahrt hierher, fahrt runter, rüber, hoch. Wie ihr euch das Ganze halt immer zusammen mischen wollt, ist ja dementsprechend ganz euch überlassen. Und somit funktioniert der ganze Hase in dem Falle hier auch. Also von daher, was willst du mehr, was willst du mehr? Ne, also das alles soweit easy peasy. Kann bestimmt der ein oder andere damit was anfangen. Habe ich keine Zweifel dran. Funktionieren soll, so wie es funktioniert. Locky Lock Lock ist, ne, ja gut, ein Haufen Paletten, die jetzt hier gespawnt sind, bla bla bla. Aber ihr seht, ist alles sauber. Wir reden hier ungefähr von 15 MB, könnt ihr also definitiv keine Fehler damit machen. Nun, Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski, tschüdelü.